Get a strong color out of this. Ich würde gerne noch ein paar Heilpflanzen sammeln, bevor ich da reingehe. Da unten ist wieder ein Signal. Wahrscheinlich wieder ein Flugschreiber oder sowas. Der Sonnenaufgang ist vielleicht ein klein wenig zu rot geraten, aber er ist trotzdem wunderschön. Na gut, dann lasst uns reingehen. Schauen, was wir drin finden. Some battle the old ones fought here. All four positions overrun. Can't raise USRC. Bottom line, we're dog meat. Any goddamn suggestions? Still got an FAE. When the bots pour in, we detonate. Blow up a whole lot of tin cans. Take them with us. Spiteful. I like it. Make it happen. See you in the sky, soldier. Krass. Okay. Here we go. Kriege ich den getötet? Guten Tag. The old ones fought hard here. Looks like this place was under siege. So, ich habe immer noch die Powerschüsse an. Wir müssen öfter die Fertigkeiten wechseln. Schade, dass das immer so lange dauert. Zack. So. Men of Shadow. The blood and sweat of our slaves seed this ancient battleground. And soon. We will reap our destiny. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier geht's weiter. That's my way in. Pouch is full, but my pack has room. This fortress, we construct the foundation of our empire. Quite an operation we, the Eclipse have here. Privileged few will rule over thousands. Langbeine hatte ich noch nicht gescannt. Interessant. Neuer Datenpunkt. Hauptmann Fasquez. Got a quarter ton of metal on top of me. Maybe three ribs left. FAE hasn't blown. Oh nein. Which means the engineers are dead. Gotta cut myself out of here. And it's gonna hurt. But you know what they say. If you want something done right. Ouch. No longer are we burdened by the Kasha masses. We are free. Free to conquer. Na, wo geht der hin?
Der guckt sich immer mal wieder um, aber so richtig guckt er sich nicht um, ne? Das heißt, wir können den hier ganz entspannt meucheln. Und dann den da unten ganz entspannt meucheln. Nicht umgucken jetzt. Da irgendwas gesehen? Niemand, sehr gut. I'll pass. Just gotta keep low and quiet. So, der geht da drüben rum. In dem Moment könnte ich den jetzt hier erledigen und dann direkt weiter nach vorne gehen. Nee, okay. Aber dann in dem Moment kann ich den nach hier locken, glaube ich. Only I can lead you. For I am no longer just a man. I wield the very power of death itself. Da hinten ist auch noch einer, das ist blöd. Geht er da lang? Kann ich den vielleicht hier erledigen? Geht er nach da vorne? Yes. Muss ich nur schnell sein? Tschüssi. Things get loud whenever a long The blood and sweat of our slaves see this ancient battleground. And soon we will reap our destiny. Und der nächste? Gut, das ging doch verdammt fein von der Hand hier. We construct the foundation of our empire. We, privileged few, will rule over thousands. So, wo sind denn hier noch welche? Da unten ist der. Kann ich den von hier oben angreifen? Wahrscheinlich nicht. Aber sonst ist hier auch niemand mehr, ne? Getroffen. No longer are we burdened by the cash of masses. We are free. Free to conquer. For the guards? Yeehaw. Now for their leader. Those speakers have to be connected to a power source somewhere. Probably inside that big structure. Bet that's where I'll find him. So, die hier draußen bin ich doch sehr leise losgeworden, bis halt auf den einen großen Krach, aber... And we won't stop with Meridian. Nice timing, danke dir. Ja, dann kann ich hier hinten direkt rein. Das ist doch pretty nice. Otaru prisoners. I got all of them out. Quick. Who is she? Help us!
Calm down, everyone. I'm gonna set you free. Blessed thanks! Remember. Hang tight. I'll get you out of there. You're safe now. Get as far from here as you can. But what will you do? Clean up this mess. Kill everyone. Alone? That's certain death! Sure. For the bad guys. All of you, find a place to hide while I finish this. Now, to take care of Vezra. Okay. So, und ich habe nicht mal mein Tarndings benutzt. Aber wenn ich jetzt so nah dran bin, muss ich mich, glaube ich, auch nicht mehr tarnen. Dann werde ich eher... Was hatten wir hier? Der Supertrank. Das ist der Tarnpirscher. Fernkampfmeister. Powerschüsse. Auch nicht schlecht, aber ich denke, ich nehme das hier. Die Nahkampfmacht. Klick. So. Man of Shadow. The blood and sweat of our slaves seed this ancient battleground. And soon. Time's up. Warbots are right outside. Inputting detonation sequence. Alpha, Charlie, Echo. Shit! Safety switches won't disengage. No time to do it manually. It's over. I failed. God, if you're listening, look out for my little girl. Ouch. We will reap our destiny. So. Oh, direkt zugeschlossen. Das sieht nach Bosskampf aus, auf jeden Fall. The arts of the old ones are mine alone to command. And by mastering them, I will secure our future. Maybe you should secure your hideout first. The savior of Marie. Moin, Schutzi. How kind of you to deliver. Shut up, Vezra. It's over. Hardly. You may have driven us from the Sundom, but now is the time for revenge. No more. That Ravager isn't gonna make things easy. I gotta take it out, fast. Nice, das macht ja mal richtig fett Schaden. Shit. So was Dummes. I can keep going. What? Ow. Was ist
er da für eine Bombe in der Hand? What I wouldn't give to watch you die. You'd have to try a lot harder for that. Not with this. We'll both be gone in an instant. Burn, filth! Da teile ich mal richtig aus, aber sowas von. Er hat's ja auch verdient. Ach, da ist er wieder. Are you okay? Yeah, yeah, I'll be fine. Das war's mit der Eclipse. I hope you just beat the snot out of these bastards, but this is beautiful. The others. I told them to hide. Are they? Everyone's okay. They all found a safe place. I figure we'll camp out here until we get our strength back up. Then I'll take everyone back to Plainsong. Thanks, Jeff. Listen, sometimes during his ramblings, Vezra mentioned his former comrades. Said they'd arrive any day now. Yeah, war ja klar. Are we safe? I don't know. But I intend to find out. It looks like Lazarus spent some time in here. I'll take a look around. Find out if there's any more eclipse we need to worry about. Loyal Eclipse. Eclipse. If you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light. And bask in the gloom of future conquest. A new empire awaits. I've seen this before. I think that's the last of them. Darf ich da nicht durch? Okay, da komme ich wohl irgendwie von der anderen Seite ran. Can my focus see anything? I left word in the Daunt. If the others are still alive, they'll find it and try to join me here. Not if I take them out first, which I did. Ach so. Five tribes. Five bombs. That's what I need. Ah ja. With their capitals in ruins, they will have no choice but to submit to my rule. I'll say this for Vezra. He dreamed big. Guess that's all I need to know. I should talk to Yef. Let him know what I found. What did you find? Vezra's comrades are dead. The Utaru have nothing to fear from the Eclipse anymore. And neither does the rest of the world. Well then. Can't imagine there's anything a scrawny forager like me could ever do for someone like you, but if you ever need a favor, you can find us in Plainsong. I hope you make it there. Vielen Dank, da muss ich eh wieder hin. Jetzt habe ich zwei Gründe dahin zurück. Den Schrecken gerettet, alle Probleme des Schreckens gelöst. Oh, nice! Das war die letzte Quest vom Schrecken. Das ist doch fein. Dann haben wir hier jetzt alles fertig, ihr Lieben. Ist auch schon schön viel Grünes drin, aber das Grüne, das stört mich, denn wir haben ja hier immer noch eine neue Queste. Das heißt, ich habe noch nicht alle Probleme hier gelöst. Feuerglimmer? Ah. Ich markiere mir das mal kurz.
glaube, da finde ich einen schnelleren Weg runter. Here I come. Wo soll das Lagerfeuer hier sein? So, dann lasst uns noch einmal zum Feuerglimmer reisen. Hallo Martha. Wunderbar. Ah ja, das war das hier ganz am Anfang, genau. Wo ich nicht weitergekommen bin. Nein! Ach du blöde Pute, ey. Darf ich da wieder hochklettern? Immerhin das. So. Ja, wie auch immer, bitte kletter jetzt nach oben. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur dieses Ding da einsammeln, aber egal. Dann lösen wir das mal hier aus. Ja, Schutzi, der erste Teil, den fand ich auch sehr, sehr gut. Und bisher auch tatsächlich besser als den zweiten. Und ich habe tatsächlich den ersten Teil... Und ich habe tatsächlich den ersten Teil auf 100% gespielt, also alle Errungenschaften. So, da oben ist jetzt noch ein, hier sind noch zwei Fragezeichen. Wir hatten doch hier noch ein bisschen Feuerglimmer irgendwo, ne? Das war doch nicht das einzige Feuerglimmer, was wir hier gefunden hatten. Naja, aber das ist auch nicht so ultra wichtig. Oh, was haben wir da oben denn noch? Flusslied. Noch eine Siedlung. So, wir haben drei neue Fertigkeitenpunkte. Kriegerinstinkt. Erhöhe deine Wahrnehmung geschwächter Gegner und die Dauer, die sie ausgeschaltet sind. Bringe geschwächte Gegner mit einem Wuchtangriff zu Boden, R gedrückt halten und dann loslassen oder setze dafür eine Nora-Krieger-Kombo, RB, 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 RT ein. Aha. Und was haben wir hier? Energetisiert-Dauer. Triff zuerst einen Gegner mit den Nahkampfangriffen, um deinen Speer Energie aufzubauen. Wenn er vollständig aufgeladen ist, tippe dann RT an, um dein Ziel zu energetisieren. Wechsle schließlich zu einem Bogen. Man muss doch immer noch den Bogen haben, um da drauf zu schießen. Aber 70% Dauer ist natürlich voll geil. Weil diese Dinger machen ja richtig hart Schaden. Hallo Diva Debbie, moin moin. Willkommen im Kanal. Juti, dann würde ich sagen, wir lernen noch was Kleines. Was haben wir hier oben denn noch? Da haben wir gar nichts mehr gerade, was wir lernen können. Hier hätten wir noch stiller Schlag Heilung. Oh ja, heilen, wenn man den stillen Schlag benutzt, finde ich super. Ist auch noch so eine passive Fähigkeit, die man sich mal geben kann. So, dann haben wir eine neue Nebenqueste. Die ist pausiert, bis Talana im Osram-Lager ankommt. Alles klar. Begib dich zum Anfang des Anstiegs. Pento möchte seinen Mut bei einer Prüfung namens Marsch der Zehen beweisen, aber die schwierige Herausforderung könnte zu viel für ihn sein. Ach so, das ist der Typ, der in die Berge gegangen ist, ne? Finde ich auch auf jeden Fall noch ganz cool. Würde ich mir gerne angucken. Was ist denn dieses Fortdauern? Achso, das sind die Tenax-Aufgaben. Dann lasst uns nach Rheinklang zurück, da müssen wir eh zum Jagdgebiet. Das trifft sich doch ganz gut. Und da könnte ich auch mal wieder meine Ausrüstung verbessern. Dass das immer noch markiert ist, ne?
haben wir jetzt schon wieder? Flüsterjägerbogen. Schon wieder neun Bogen. 4, 8, 12, 16, 20, 24 Waffen. Das ist albern. Das ist wirklich einfach albern. Das ist einfach zu viel. So viel Waffen braucht man halt nicht. Langbein und Verwüster haben wir noch mit auf der Liste jetzt. Die Biografien, das ist auch immer noch nicht weg, das Zeichen. Gut, dann auf nach Rheinklang. Wir nehmen das Lagerfeuer hier und gehen nach Rheinklang. Und schließen mal ein paar Aufträge ab, würde ich sagen. Aber das, ihr Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, macht's gut.